Hallo und herzlich willkommen zurück zur, lass mich lügen, 9. Folge von Duskcast hier auf Maikohazard TV. In der letzten Folge haben wir ja viel Verwaltung gemacht, wir haben die Drohnen repariert, die Upgrades ein bisschen umsortiert und werden uns jetzt die Spirited Debate anschauen, an der wir ja am Ende der letzten Folge noch angedockt haben. Wie ihr seht, haben wir noch nicht angefangen, das Schiff zu durchsuchen, das werden wir jetzt aber direkt tun. Um einfach mal zu gucken, ob der Raum hinter der Luftschleuse A1 sicher ist, machen wir einfach mal Motion an. Und stellen fest, dass da alles grün ist, also machen wir jetzt einfach mal die Luftschleuse auf und schnappen uns Sarah. Sarah ist unser Scanner quasi, also ich habe die jetzt so sortiert, dass die einen Sinn, einen Zweck haben. Sarah hat, wie wir jetzt sehen, Getter, also zum Einsammeln, Stealth, um sich zu tarnen und Interface, um Computerinterfaces zu nutzen. Matt kann Objekte wie beschädigte Drohnen oder auch Schiff-Upgrades wegziehen. Er kann Türen ohne Strom öffnen und er hat auch Interface. Ian hat einen Generator und kann auch was wegziehen noch. Und Colin hat immerhin einen Motion-Sensor und kann Minen setzen. So. Somit ist Sarah meine Vorhut quasi, die immer vorweg eilt, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Wir haben leider nicht so viel Scrap gehabt, um alle Sachen reparieren zu können. So, schnappen wir uns Ian, er hat den Generator und machen wir mal hier ein bisschen Strom. So, wir stellen fest, dass wir ein wenig Strom haben. Da unten ist noch eine Andockschleuse. Aha, okay, das gefällt mir. So, schließen wir erstmal Tür D4. Ich bin kein Freund von offenen Türen, jedenfalls nicht so lange, wie das Schiff nicht gesichert ist. Und dann schnappen wir uns Colin und bewegen uns mal in den Raum heran. So, und da wir jetzt in den... Na, da haben wir Lücken stehen in der Ecke. So, einparken. So, machen wir Motion wieder an und stellen fest, dass der Raum dort unten so gar nicht meinen Vorstellungen entspricht und deswegen machen wir einfach mal Tür D11 auf und hoffen, dass wir den Raum damit säubern können, was auch schon geschehen ist. Sobald das Objekt die Tür verlassen hat, was er hoffentlich bald tut, werden wir die Tür da hoffentlich zukriegen oder auch nicht. Machen wir sie wieder auf und hoffen, dass das Objekt den Raum nochmal verlässt. Ansonsten können wir es auch anders machen. Ach komm, lass mich die Tür schließen, währenddessen du nicht in dem Raum bist. Ich aber nicht. Nein, jetzt will ich sie nicht mehr schließen. Ich will, dass du den Raum verlässt. Wir warten mal kurz. Jetzt ist er zu. So. Wir werden jetzt einfach mal Luftschleuse A2 öffnen, um... Oh nee, machen wir noch nicht. Machen wir später. So, wir öffnen erstmal Tür D7 und schauen uns dann unten jetzt mal um. Da sollte er jetzt sicher sein. Hoffen wir mal, dass er wirklich sicher ist. So, hier ist schon mal Scrap. Ups. So, hier ist mal eine Luftschleuse, die wir nutzen könnten. So, hier haben wir ein Fuel-Depot und hoffen wir mal, dass wir ein bisschen Treffer kriegen. Nur Jump-Fuel wieder. Ja, gut. Müssen wir wohl durch. So, hier wäre ein Lüftungsschacht, abgesehen von dem Scrap noch. Aber da wir die Lüftungsschächte deaktiviert haben, stellen die für uns keine weitere Gefahr dar. So, den Raum R2 haben wir somit gesichert. Und werden jetzt mal Drohne 4 nach unten holen. Colin in diesem tollen... und machen Motion wieder an und stellen fest, dass hier zwei Räume definitiv unsicher sind. So, den Raum da unten, R5, den werden wir ganz schnell lösen, indem wir einfach mal kurz die Tür aufmachen. So, und schon hat sich das erledigt. So, dann machen wir D11 auf und gucken uns das mit Sarah mal an, was da unten los ist. Wir haben zwar jetzt dadurch das Objekt, was hier unten war, aus dem All rausgepustet, so nach dem Motto, aber... Dafür können wir den Raum durchsuchen. Auch wenn es jetzt hier anscheinend nichts weiter gibt, weil wir wahrscheinlich alles rausgerissen haben. So, wir könnten hier redocken. Ja, das ist mir klar, das will ich aber gerade nicht. Welcher Raum ist denn noch sicher da hinten? D10. So. Gucken wir uns den Raum nochmal an. So, hier hinten ist noch mein Generator. Ansonsten ist hier nicht mehr viel mehr. So, dann werden wir mal Remote Power.
Nee, nicht Remote, sondern Power müssen wir machen. Remote R6 und dann haben wir hier überall Strom und da ist Raum R7, der mir nicht gefällt, weil er so doof ist. So, jetzt ist die Frage, ist Raum R4 sicher oder nicht sicher? Wa? Das ist jetzt die Frage. Aber und das umgehen wir einfach, indem wir die Luftschleuse schließen. Achso, den Dreier, den können wir dann nicht wegnehmen. Ha, wie machen wir das jetzt? Doch. Dock A3. Dock mal um, bitte. So, an A3 angedockt, öffnen wir jetzt auch und somit ist das schon mal erledigt. So, wir haben jetzt an A3 angedockt und werden mal die Drohne 3, also den da wegnehmen von den Generator und das mal ein bisschen umsortieren hier. So, machen wir mal Power na, R6 weg und machen dafür Power R3. So, und die Drohne, die wird sich jetzt hier einfach mal hinstellen und macht hier den Generator. So, somit können wir nämlich Tür D7 schließen und D4 öffnen. So. So, um das sicher zu machen, machen wir da auch nochmal auf, D5. So, und schon ist der Raum da hinten sauber. Das und das können wir aufmachen und dann kommen wir jetzt selber da rein und gucken, ob wir was Schönes finden. Ein Interface. Hm. Gut. So, hier ist ein Interface. Nutzen wir es. Ah, oh, wir haben Chipscan. Ist das schön. Chipscan. So, haben wir noch irgendwas gefunden? Irgendwas Neues? New item found in Raum R5. R5? Wo war R5 doch gleich? R5 war da unten? R5, New Items Found. So, ansonsten haben wir nichts weiter gefunden. In R6 haben wir einen Fehler gehabt beim Scannen. Das hat nicht funktioniert. Okay, dann machen wir jetzt nochmal Survey und Found 0 Rooms. Wenn wir jetzt nochmal Chip Scan machen würden, und feststellen, dass wir keine neuen Items gefunden haben. Aber wir fahren mit Sarah nochmal runter in Raum R5, und da sollen wir was Neues gefunden haben. Er hat ja angeblich ein Item gefunden in dem Raum. No? Hat er gemeldet. New Item Sound R5. Lustigerweise finde ich hier nichts. Na gut. Lassen wir das mal so stehen. Ja, wir könnten jetzt natürlich das Schiff befreien von seiner Qual da hinten, da wir keine Defense-Anlage haben, um dieses Objekt, was da oben jetzt in Raum R3 ist, zu killen. Killen wir es einfach anders. So. Door not powered. Generator is destroyed. Ah, ist gut zu wissen. Okay, haut ab hier. Navigate all R1. So, wir haben eh gesehen, es gibt nichts weiter zu holen hier in dem Schiff. Gut zu wissen, dass der Generator zerstört wird, sobald dort ja quasi die Luftschleuse sich öffnet. Schließen wir A3. Wir können nochmal ein Dock machen, Dock A1. Dann können wir sie vielleicht auch wieder zumachen, aber. So, jetzt haben wir nur Radiation drin, aber das ist zumindest geschlossen. Wir haben das Schiff durchsucht, wie ihr gesehen habt, es gibt nichts weiter zu finden hier drin. Ja, schade eigentlich irgendwie. Ne? Aber gut, was soll man sagen? Dann ist. Ich hätte erwartet, dass das Schiff irgendwie größer ist, aber na gut,
Es war jetzt relativ, also war ein Klasse C-Schiff. Die C-Schiffe sind relativ klein. Gut, somit ist das Schiff durch und wir machen uns wieder vom Acker, würde ich sagen. Haben wir alles eingepackt? Ja. Na dann. Verlassen wir die Spirited Debate wieder. So, wir haben einmal Jump Feel bekommen und dreimal Scrap. Das ist natürlich wahnsinnig wenig. Wir haben 29 Tage bereits überlebt insgesamt. Remote Power ist langsam soweit, dass es repariert werden müsste. Inventory Change Readout haben wir nichts. So, es müsste unbedingt eigentlich mal hier bei den Schiff Upgrades Remote Power repariert werden. Repairs Upgrade. Wir haben sogar 10 Scrap zu reparieren. Ha! Dann machen wir das. So. Ist wieder repariert. Wir haben keinen Scrap mehr. Wir haben auch nur noch zweimal Treibstoff. Das heißt, wir können jetzt noch zu F springen. Und danach haben wir sowieso keinen Treibstoff mehr. Vielleicht kriegen wir ja noch zwei. Ich bezweifle, dass wir nochmal zweimal Treibstoff kriegen, um dann noch zu Y weiterspringen zu können. Aber was soll man sagen? Wir springen da jetzt rüber. Zack. Und aber ich würde sagen, die Edward Patrick, denn so heißt dieses Schiff, gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, die Folge ist jetzt nicht zu kurz geworden, aber ich denke, es passt. Ja, ich danke mir, wie gesagt, dass ihr dabei wart und hoffe, ihr hattet Spaß. Hoffe, ihr seid morgen bei der nächsten Folge wieder da. Und ja, sage ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.